Lektion 65. Meine einzige Funktion ist die, die Gott mir gab. Ihr seid in der Tat gesegnet und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und wir danken euch alle, dass ihr hier seid, auf dieser gemeinsamen Reise in die Ausdehnung. Ausdehnung von den kleinen, winzigen Ideen, für die du dich einsetzt oder die du verfolgst. Die winzigen kleinen Ideen, wie zum Beispiel, wenn ich 15 Kilo weniger habe und wenn mein Körper dann genauso aussieht, wie ich das möchte, dann kommt alles zu mir. Das ist ein Idol oder ein Götze, das ist etwas, das du anbetest. Oder die Idee, dass du für dieses wundervolle Auto sparst. Ja, dafür wirst du im Monat 500 Euro zahlen müssen, aber du wirst darin so gut aussehen und jeder wird dich lieben. Und du wirst Erfolg haben. Das sind einige der Idole oder Götzen, die du anbetest. Das sind einige der Idole oder Götzen, die du hast, statt deiner wahren Funktion. Welche ist, zu erwachen und deinen Brüdern und Schwestern beizustehen in ihrem Erwachensprozess. Wenn du einmal nach den Sternen greifst, dann fallen alle die kleinen Ablenkungen auf dem Weg weg. Und du siehst sie gar nicht mehr. Und das ist, wie ihr große und kleine Sprünge macht in eurer spirituellen Praxis. Viele von euch sagen, oh, ich mache den Kurs im Wundern schon seit 25 Jahren. Aber hast du das wirklich getan? Oder bist du die ganze Zeit abgelenkt von anderen Zielen? Von anderen Trainingsprogrammen, die gesagt haben, wenn du nach diesem Ziel strebst, dann, oder wenn du auf dieses Ziel hinarbeitest, dann wirst du geliebt. Und wenn du auf dieses Ziel hinarbeitest, dann wirst du sicher sein. Wir wollen euch sagen, wenn ihr auf dieses Ziel hinarbeitet, was dieses Buch für euch setzt, wird alles andere zu euch kommen. Denn du setzt dann dein Ziel so hoch bezüglich deiner Frequenz oder im Sinne deiner Frequenz, dass Gesundheit, Freude, Überfluss und Fülle und Glücklichsein in jeglicher Art zu dir kommen müssen. Du befindest dich dann oben im Reich der Götter und du wirst dann oben sein im Reich der Erleuchteten und der Meisterlehrer. Und du wirst dann dort sein, wo die sind, die nicht gebunden sind durch die schweren Ketten des Materialismus. Also mach diese Lektion sehr gut und wisse dabei, dass es dein Ticket zur Freiheit ist. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt, und wir sehen uns morgen wieder.